Hallo? Hallo? Ich bin der Marlin und ich hatte mir auch mal Gedanken gemacht, mal angenommen, diese Bewegung wäre jetzt irgendwie mega erfolgreich und auf der ganzen Welt würden plötzlich Leute für Frieden auf die Straße gehen. Was für eine Art von System wollen wir denn dann eigentlich haben? Ich finde, darüber muss man sich doch auch Gedanken machen, wenn man irgendwie eine Bewegung ist. Ich habe da letztens einen Flyer von der ökologischen Linke gelesen und da stand drin, dass die sich ein weltweites System wünschen, ohne Regierungen, ohne Geld und mit totaler Freiheit und Frieden für jeden Einzelnen. Das finde ich extrem super und ich wundere mich, warum dann diese ökologischen Linken auf dem gleichen Flyer die Montagsdemos als irgendwie eine neue rechte bescheuerte Bewegung bezeichnen. Ich weiß nicht, also mein Ziel für einen weltweiten Frieden wäre eben keine Regierung, damit keine Korruption mehr möglich ist. Das wäre sozusagen Anarchismus. Es ist nicht Anarchie, nicht Gewalt und Chaos. Wenn man an Anarchie denkt, assoziiert man das sofort mit Chaos. Das ist aber alles gewollt. Das ist alles gewollt. Informiert euch mal wirklich darüber. Und ihr sind ja auch viele Leute, die immer die Wahrheit suchen und nachforschen und so. Ich empfehle euch eine Sache, wenn ihr da mit vielen Themen euch beschäftigt, macht doch mal vor der Evolutionstheorie nicht halt. Das ist auch sehr interessant, mal da ein bisschen Pro-Kontra und sowas zu sehen. Das ist nämlich alles gar nicht so eindeutig, wie man denkt. Dankeschön.